Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ne, die alte Sau, die hier rumrülpst. Und zwar heute mit eurem Wunschreview. Ihr habt ja abgestimmt. Und zwar habt ihr euch für Die fliegende Guillotine entschieden von den Shaw Brothers. Ging ja wieder um einige Shaw Brothers Filme. Ich habe eigentlich schon fast erwartet, dass Die fliegende Guillotine wird, weil der natürlich von all denen, die ich da jetzt zur Auswahl gestellt habe, der bekannteste ist. Aber weißt, manchmal gewinnt ja vielleicht auch so der Außenseiter-Titel. Aber gut, ja. Kommen wir dem nach. Kurz das Intro und dann geht's los. Ja, die fliegende Guillotine. Es ist halt wirklich sicherlich einer der bekanntesten Shaw Brothers Filme, gerade in, ja, in der Film-Community, wenn Leute sagen, ich kann vielleicht nicht viel mit Eastern anfangen, aber hier von der fliegenden Guillotine und dem, ja, Gewaltgrad und so haben sicherlich viele Leute schon gehört. Ja, worum geht es hier unterm Strich? Wir haben einen, ja, tyrannischen Kaiser, ja, und der lässt eine Spezialeinheit als jemand, den diese fliegende Guillotine erfindet, eine Spezialeinheit einrichten, die dann halt auch seinen Willen durchsetzen. Und ja, einer aus dieser Spezialeinheit, dem geht dieses Morden, dieses Unterdrücken irgendwann auf den Sack, ne, setzt sich ab. Und ja, die Intrigen, die da weiter gesponnen werden, die Menschen, die da dann getötet werden, weil sie einfach irgendjemandem im politischen Ränkespiel im Weg stehen, na, es geht halt einfach weiter und ne, irgendwann werden die dann darauf aufmerksam, dass er tatsächlich noch da ist. Und naja, er wird dann da wieder in dieses ganze Thema mit reingezogen. Das ist jetzt sehr einfach zusammengefasst. Das Ding ist, der Hauptaufhänger dieses Films ist tatsächlich logischerweise diese Waffe, die fliegende Guillotine. Sagen wir es mal so, unterm Strich ist das eine coole Idee, aber irgendwo auch eine wirklich bescheuerte Idee, weil also so ein Ding würde in der Realität, glaube ich, eher weniger funktionieren, beziehungsweise nicht als soll eine Waffe taugen. Ne, weil wenn ich diesen Kasten habe, das Grundprinzip kann ich erklären, das ist so eine Klingendings, das an einer Kette werfe ich, dann fliegt das hier so lang und dann irgendwo hier, bupp, dann fällt es runter, ist um den Kopf, quasi wie ein Käfig, und dann zieht man und dann wird der Kopf abgetrennt. Was der Film auch mehrfach denn, ne, in Szene setzt, natürlich. Das macht auch dann immer durchaus Spaß. Auch wenn es nicht ganz so splatterig ist, wie man sich das vielleicht denken mag, aber schon nicht unblutig. So, das Blöde ist halt einfach, das wäre für einen Kampf sehr unpraktisch. Ne? Wenn Leute Schwerter oder Bögen oder ähnliche schöne Sachen haben. Diese fliegende Guillotine ist halt ein Gimmick. Ich gehe da auch sehr drauf ein, weil ich mag ja wirklich gerne Shaw Brothers Filme, aber die fliegende Guillotine ist schon hart, hart gimmicky. Ne? Also natürlich haben wir politische Ränkeschmiede hier und ne, der eine, der versucht dann ja auch mal seine Konkurrenten in der Gunst des Kaisers so ein bisschen auszuschalten und zu diffamieren. Aber unterm Strich geht es einfach immer nur noch darum, diese Waffe. Und es ist, auch wenn sie vom Grundprinzip cool ist, haarsträubend. Und sich dann immer auf dieses Gimmick zu fokussieren, zumal das natürlich zu einem großen Problem führt. Ne, was Kung-Fu-Film-Fans wollen natürlich tolle Kampfszenen haben. Und ja, klar gibt es auch Shaw Brothers-Filme mit wirklich spektakulären, grandiosen Kampfszenen. Und es gibt welche mit, ja, ich sag mal, diesem Einheitsbrei, der aber unterhaltsam ist. Durch diesen massiven Gimmick-Einsatz dieser fliegenden Guillotine, das ist halt zwar immer sehr unterhaltsam, wenn dann wii und dann und dann. Das macht Spaß, ja, aber an so einen richtig schönen Martial-Arts-Kampf oder Schwertkampf oder sonst was kommt es nicht ran und ist natürlich da dann von der Choreografie und von der ganzen Inszenierung ist es halt nicht die gewohnte Shaw Brothers-Qualität. Ne? Wir haben halt dieses Gimmick, aber
das reicht halt nicht, um die Klasse anderer Filme wirklich auszugleichen. Was hier an der Stelle leider auch nicht ganz zuträglich ist, wird sehr kritisch hier, dieses Ganze, merkt das schon. Es ist nicht nur, dass das Gimmick da dem Ganzen ein bisschen in den Weg steht, sondern Butter bei die Fische, die Choreografie an sich ist auch nicht so stark wie in anderen Filmen, was mehrere Gründe haben dürfte. Erstmal ist der Schnitt schon manchmal etwas sehr, sehr wüst. Da ist man halt von Shaw Brothers auch schnitttechnisch an sich besseres Handwerk gewöhnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Schnellschuss war, aber da war er sicherlich nicht der talentierteste Cutter der Shaw Brothers am Werk. Und wenn, hat er einen schlechten Tag gehabt. Ne? Ist jetzt nicht komplett katastrophal, aber es wirkt manchmal schon sehr, ja. Ne? Könnte dann tatsächlich vielleicht auch noch daran liegen, dass Chen Kwan-tai, der ja auch in vielen Shaw Brothers Filmen mitspielt, aber meistens eher so den Sidekick oder eine der Hauptrollen, hier soll er das Ganze natürlich ein Stück weit tragen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, von dem, was er hier kämpferisch zeigen kann und auch vom Charisma, kommt er natürlich an die ganz großen Gesichter wie Alexander Fu Sheng oder hier Ti Lung, David Chiang, und an die kommt er natürlich nicht ran. Genauso wie Ho Meng Hua auch natürlich nicht so klasse inszeniert, wie das ein Chang-Chi zum Beispiel tut. Ja, das klingt alles wirklich furchtbar, so nach dem Motto, oh ja, das Gimmick ist platt und wird einfach überreizt. Man hat hier nicht den größten Darsteller der Shaw Brothers, man hat hier nicht den größten Regisseur, man hat hier handwerklich so ein paar Schnitzer drin. Ja, es ist halt kein wirklich großer Klassiker vom reinen Film her, wie gut er ist, aber er hat schon einen gewissen Kultfaktor, das muss man sagen. Ich habe es ja auch schon gesagt, ne? Wenn dann das Ding hier wieder... es ist halt wirklich einfach gemacht, es ist halt wirklich... aber es macht halt auch immer wieder Spaß. Ja, von daher, also die fliegende Guillotine, man kann sich angucken. Er ist unterhaltsam, ja, aber er ist, wie gesagt, auch bei weitem nicht so spannend wie andere Shaw Brothers. Für mich fand ihn auch von der Handlung, auch wenn Potenzial da ist, es ordnet sich halt alles unterm Strich dem Gimmick unter und das ist ein bisschen schade, muss man sagen. Ja, man merkt, es ist ein etwas kürzeres Review, weil, wie gesagt, was will man sonst groß zu sagen? Es ist ein unterhaltsamer Film, aber ja, im Rahmen der Shaw Brothers kommt er halt an viele andere nicht ran und vor allem nicht an die ganz großen Klassiker, zu denen er ja hier häufig auch gezählt wird. Aber trotzdem, man kann sich definitiv angucken, man kann Spaß mit ihm haben, man sollte halt aber hier ja nicht so ein Klopper erwarten wie das Schwert des gelben Drachen oder The Boxer from Shantung, also der Pirat von Shantung, oder die 36 Kammern der Shaolin, oder ich kann jetzt noch X aufzählen, die Five Deadly Venoms Filme, die sind alle besser als der hier. Aber trotzdem, Kung-Fu-Film-Fans und Shaw Brothers-Fans werden trotzdem ihren Spaß damit haben, auch wenn es meiner Ansicht nach nicht ganz das übliche Niveau erreicht. Ja, damit sind wir auch schon durch. Haut mir in die Kommentare, wie ihr die fliegende Guillotine fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und sag einfach mal, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.